Willkommen auf dem Stand von Jaguar Land Rover hier auf der IAA. Und ganz klar, der Star bei Jaguar Land Rover ist der neue Defender. Es hat sich viel getan, aber der Wagen ist immer noch seinem Ursprung treu geblieben. Und über die Details sprechen wir jetzt mit dem Verantwortlichen der Marke. Ja, der neue Defender ist auf jeden Fall das Workhorse von früher und das war auch unsere Intention bei den ganzen Tests, hier wirklich ein Auto zu kreieren, dass das kann, was wirklich nur der Defender kann. Und ich würde sagen, es ist der most capable, also der fähigste und härteste Defender, den wir je gebaut haben. Das Auto hat einen Böschungswinkel vorne von 38 Grad und hinten von 40 Grad. Er hat eine Watttiefe von 900 Millimetern, also ein Auto, das auch Wasser kann. Es ist ein Auto, das unglaublich ziehen kann, 3,5 Tonnen in Europa, 3,7 Tonnen sogar in Amerika zugelassen. Und für die Freaks von uns, die gerne auf dem Dach zelten, das Auto gibt es natürlich mit Dachzelt, es hat eine Dachlast von 300 Kilo statisch, 168 Kilo dynamisch. Also da können schon drei große, schwere Männer oben auf dem Dach sitzen, ohne dass das Auto ein Problem hat. 900 Kilo Nutzlast. Ja, die meisten Workhorse-Kunden werden wissen, was ich damit meine. Das heißt, das Auto ist wirklich eins der toughsten und härtesten Autos, das es derzeit gibt. Ja, bei den Antrieben kommen unsere hochmodernen Ingenium-Diesel- und Benziner-Motoren zum Einsatz. Vielleicht ein Highlight aus der Benziner-Serie, da werden wir ein Mild-Hybrid-System mit 48 Volt zum Einsatz bringen mit unserem reinen 6-Zylinder, 400 PS Benziner. Und wir werden in den nächsten 12 Monaten auch eine Plug-in-Hybrid-Variante nachschieben, sodass wir denken, dass wir mit dem neuen Defender hier wirklich alle Kundenwünsche glücklich machen. Ja, beim Defender gibt es die gewohnten Längen 90 und 110. Einmal kurzer Radstand, einmal langer Radstand, 4,30 Meter rund und 4,70 Meter. Das vielleicht so als Orientierung. Und das Ganze wird noch garniert etwas später mit einer Commercial-Variante, also einem echten Workhorse für die Leute, die damit wirklich Arbeit zu verrichten haben. Und damit sind wir wirklich bestens ausgestellt. Das Ganze mit einer sehr variablen Sitzkonfiguration. Den 90er gibt es zum Beispiel als Sechssitzer, das heißt mit einer dritten ausklappbaren Sitzreihe vorne, also vorne mit drei Sitzen im sogenannten Jump Seat. Und den langen, den 110er, den wird es zum Beispiel auch in der 5+2, also in einem 7-Sitzer-Sitzvariante geben. Also für alle was dabei. Der Land Rover Defender, der ist nicht nur brandneu, er ist auch extrem wichtig für die Marke. Und wie wichtig diese Ikone ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Vorstand. Der Defender ist unglaublich wichtig für uns als Marke. Der Defender ist die Ikone von Land Rover. Wir haben jetzt die Familie wieder komplettiert. Die Land Rover-Familie besteht aus der Range Rover-Familie, aus der Discovery-Familie und natürlich dem Defender. Wir haben sehr lange, sehr hart an dem Auto gearbeitet, sind natürlich sehr froh, ihn jetzt endlich zeigen zu können. Und wir haben bisher wunderbare Reaktionen auf das Auto bekommen. Das Auto ist enorm wichtig für die Marke, weil es natürlich unsere Glaubwürdigkeit nochmal an der Offroad-Capability und anderen Dingen unterstützt. Wir haben auch eine Commercial-Version des Defenders, die den Ursprüngen des Autos gerecht wird für Handwerker, für Farmer und bis hin zu allen möglichen Anwendungen in der Stadt. Wir werden einen Plug-in-Hybrid für das Auto sehen. Es ist eine große Bandbreite von Land Rover-Attributen, die wir mit diesem Auto abdecken werden. Hier zeigt Jaguar auf eine sehr verspielte und schöne Art und Weise, dass Adaptive Dynamics als Fahrwerkssystem immer dafür sorgt, dass der Jaguar genau das macht, was ich will. Das war's hier vom Stand von Jaguar Land Rover von der IAA 2019 aus Frankfurt. Und ganz klar, der Star hier am Stand ist der neue Land Rover Defender. Ja, ist ein bisschen moderner geworden, ein bisschen runder, aber ich finde ihn immer noch richtig klasse. Bin allerdings mal sehr gespannt, was die Fangemeinde zu dem Fahrzeug sagt. Und wer diesen Stand hier besucht, der findet natürlich auch alle anderen aktuellen Modelle, wie zum Beispiel den neuen Jaguar XF oder aber den F-Pace SVR und bei Land Rover natürlich auch den Discovery. Und wer es mag, kann sich in aller Ruhe meinen Star, den neuen Defender,
anschauen.